Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Long Dark. Da sind wir also wieder. Ist eine neue Aufnahmerunde und ich habe übrigens einen Tipp bekommen, wie ich... einen Tipp bekommen, wie ich eventuell den Wölfen aus dem Weg gehen könnte. Und zwar wurde mir gesagt, an dieser Stelle übrigens vielen Dank hier für den Hinweis, einfach mal ducken, wenn man sie sieht. Und ich denke, das können wir in der jetzigen Folge dann auch mal testen. So... Ich wollte lostigern, habe ich ja versprochen. Und da ist noch eine Sturmlaterne. Aber die ist nicht so gut. Wir müssen die jetzt einfach mal zurücklassen. Wir können nicht alles mitschleppen. So sieht es einfach mal aus. Ich habe schon jede Menge Zeug auseinandergenommen und mitgenommen und keine Ahnung was. Und ja, Wolfspelz zum Beispiel. Den muss ich mitnehmen. Den hätte ich schon ganz gerne. So, als nächstes habe ich hier noch irgendwo Zeug im Kühlschrank zurückgelassen. Das nehme ich auch noch mit. Warte mal, das ist falsch. Leer. Schrank öffnen. Wo hab ich noch? Ich habe doch hier noch Nahrung irgendwo gehabt. Die würde ich gerne mitnehmen. Oh Gott, hier ist auch noch tonnenweise Zeug. Die Salzcracker nehme ich mal mit. Spitzenpfirsiche, bla. Sardinen. Nochmal Hundefutter. Okay, wir sind hoffnungslos überladen. Da oben noch was? Nee. So, wo könnte ich denn hier noch was eingelagert haben? Na, das ist es auch nicht. Wo hab ich noch was? Ich hab doch noch irgendwo was hin. Ich weiß es genau. Mir wurde es nämlich gesagt, der liebe Pernstein-Golem hat mir das geschrieben. Dass ich irgendwo etwas vergessen habe. Hab ich da hier was rein? Oh Gott. Ja, ich nehme einfach mal die ganze Nahrung mit. Und Kaffee bestimmt auch, weil wir den, glaube ich, brauchen werden. Ist hier sonst noch irgendwo was? Nein. Dann sollte das jetzt erstmal reichen. Und wir gehen jetzt zurück zur Bank. Mhm. Und dann kommen wir hoffentlich dem Geheimnis der alten Frau auf die Spur. Da hat sich kein Tier drin verfangen. Soll mir jetzt aber auch recht sein. Ich nehme das einfach mal mit. Wow. Aufgrund dessen, dass wir so beladen sind, können wir also auch kaum rennen, beziehungsweise verbrauchen auch noch sehr, sehr schnell Ausdauer. Das ist nicht so schön. Im Übrigen, es wurde Kritik geäußert, verständlicherweise meiner Meinung nach, dass eine der Folgen zu lang war. Nicht nur eine. Es waren mehr Folgen zu lang. Und das weiß ich auch. Das Blöde ist halt einfach, du kommst sonst manchmal hier nicht weiter. Und ich werde mich bemühen, die Folgen wieder ein bisschen kürzer zu gestalten. Und vor allem werde ich eine Ansage machen. In diesem Sinne, also wenn ich jetzt irgendwie nur noch Sachen auseinandernehme oder so, dann werde ich sagen, dass ich das jetzt wahrscheinlich so die nächsten 10 Minuten oder so erledigen werde. Dann wisst ihr Bescheid. Also das ist dann für diejenigen, die sich für die Story interessieren, quasi uninteressant und boah. Dann können die abschalten oder so. Ich glaube, das ist besser. Denn man darf halt einfach nicht vergessen, The Long Dark braucht Zeit. Wenn man halt nicht einfach nur durchhetzt. So. Ich habe irgendwie die Vermutung, dass ich hier voll falsch laufe. Ja, ich muss da irgendwie so drüber. Ein bisschen Angst, wenn man so beladen ist, verletzt man sich bestimmt auch sehr schnell. Und habe ich noch irgendwie was... Okay, ich habe eine Signalfackel. Die werde ich mal zur Sicherheit anmachen, falls ich den Wolf sehen sollte. Wir kommen halt jetzt hier voll ungünstig rein. Wir müssen zur Bank. Wir müssen jetzt einfach hoffen, dass der Wolf noch nicht da ist. Der schläft bestimmt noch in seinem Bau. Ja, ich weiß, wird er wahrscheinlich nicht tun, aber... So, ich werde mal anfangen, hier geduckt zu gehen. Dass er uns vielleicht nicht so sieht. Dann werde ich mich mal ganz kurz umgucken. Da vorne ist die Bank.
Ich sehe das Biest jetzt nirgends. Ich probiere es jetzt einfach mal mit einem Sprint. Ach, irgendwo ist er schon. Ist uns aber jetzt egal. Ha! So. Jetzt sind wir erstmal in Sicherheit. Das passt dann schon. Dann gucken wir mal, was es jetzt mit der Story so auf sich hat. Sprich, was verbirgt sich in Schließfach Nummer 20? Hm? War das nicht das Schließfach Nummer 20? Hallo? Ah, das war das Nummer 15. Das Bankschließfach der Grauen Mutter. Ein Gegenstand, das den gestohlenen Gegenstand der Grauen Mutter enthält. Noch ein bisschen Geld und das war's dann. Okay, das heißt, wir werden also erst wirklich rauskriegen, was denn da los ist, wenn wir mit der Grauen Mutter reden. Wir verlassen mal die Bank und hoffen, dass der Wolf nicht da ist. Sonst wäre das ein bisschen mies. Wir rennen einfach hoch. Wir sprinten einfach nur hoch. Soll er versuchen, uns zu holen. Oh! Alles klar. Wir sind erstmal safe. Und die Story wird weitergehen. Did you find it? Here's the safety deposit box from the bank. I still don't understand. Shh. Give me the box. You sent me to steal jewelry for you? You said this would help me find her. Have faith, outsider. It will. Do one last thing for me, and then I will tell you what you need to know. I'm finished with this. I'll find my own way out of here. Then you will die like the others. Just one more task for Grey Mother. Man who fell from the sky. And then you'll get the answers you need. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Also ich habe mir ehrlich gesagt mehr erhofft. Die verarschen uns doch schon wieder, wer weiß, was sie jetzt wieder machen sollen. Oh Mann. What's this last thing you need from me? Right or wrong from the past, outsider. That's all I ask. How can I do that? Take these pearls to Lily. Lily? Wer ist Lily? Ich dachte die ganze Zeit, du sprichst von meiner Freundin. Wer ist Lily? Du findest sie auf dem Friedhof. Dem Friedhof? Bei der Kirche. Du musst auf dem Weg in die Stadt daran vorbeigekommen sein. Ja, ich weiß Bescheid, welchen ihr meint. Warum sollte sie bei der Kirche auf mich warten? Das ergibt doch keinen Sinn. Du findest sie dort. Und deine Antworten. Perlen? Warum sollte ich diese Perlen von der Bank stehlen? Nicht von der Bank. Von Bauern. Parker. Der Bauer ist weg. Also hat er sich mit den anderen feindlichen Feiglingen aus dem Staub gemacht? Nein, er ist tot. Sieht aus, als hätten die Wölfe ihn erwischt. Und so endet es also. Na gut. Das ist jetzt ein bisschen enttäuschend. Ich hätte mir mehr erhofft. Wir werden hier ein paar Sachen auslegen. Wo ist denn das? Ja, Wolfspelz zum Beispiel. Da, den legen wir ab. Brauchen wir jetzt gerade nicht. Was könnten wir denn auch nicht brauchen?
Ja, so viele Fackeln brauchen wir auch nicht. Das suchen wir uns auch noch hier eine Stille. Zack, 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 zack. Ablegen. Ablegen. Das brauchen wir aktuell auch nicht. Auch mal ablegen. Das legen wir auch mal ab. Die Kohle brauchen wir jetzt auch nicht. Die Falle ebenfalls nicht. Hoffe ich jetzt einfach mal. Und dann sehen wir weiter. Gott, wir haben so viel Nahrung dabei. Könnten uns noch ein bisschen was gönnen. Zähes Hundefleisch, das sollten wir noch schnell essen. Bevor es kaputt geht. Ja, sauber, wir sind nicht mehr erkrankt. Dann würde ich sagen, noch ein klein wenig Wasser. Und dann sind wir sogar wieder unter dem Gewicht. Ja, saubere Sache. Ich nehme sicherheitshalber mal noch ein Buch mit. Nee, ein Brecheisen nicht. Und noch einmal Zedernholz für den Fall, dass wir vielleicht vom Wolf gebissen werden. Und dann oben in der Kirche erstmal aushalten müssen. Also die Wahrscheinlichkeit ist ja groß, ihr kennt mich ja. Und besonders die Wölfe dort. Also gut, finden wir mal Lilly. Wolf ist beschäftigt, soll mir recht sein. Dann machen wir uns auf den Weg. Gab es jetzt eigentlich Wolffallen, also Wolfsfallen oder nicht? Ich bin mir da noch nicht so sicher. Für diejenigen, die natürlich wieder etwas mehr wissen, haut raus. Ich bin gespannt. Gut, dass es nicht sonderlich weit zur Kirche ist. Und wenn ich mich jetzt richtig erinnere, dann gibt es mehrere Friedhöfe. Also einmal Gräber um die Kirche rum. Und dann noch rechts von der Straße. Müssen wir mal gucken. Und ich werde zur Sicherheit gleich mal wieder so eine Magnesiumfackel in die Hand nehmen. Eventuell hilft es, um diese Biester zu vertreiben. Schön wäre es jetzt natürlich, wenn keine da wären. Ja, sagte er und hat schon den ersten gesehen. Warte mal, wenn wir jetzt rennen, können wir eventuell noch rumkommen, bevor der da hinten lang geht. Ja, den umgehen wir. Das passt, das haben wir gut gemacht. Jetzt müssen wir hier nochmal die Gräber abchecken. Und eine Lilly finden. Okay. Das war's jetzt? Lilith Parker, okay. Vielleicht war das irgendwie die Tochter oder so. Von ihr. Der hat sich dann getrennt oder irgendwas in der Art. Man weiß es nicht. Gut, Wolf, wo bist du? Hoffentlich sehr weit weg. Wir machen uns jetzt einfach mal wieder rennend auf den Rückweg. Und dann gucken wir mal, was sie uns dann weiter zu erzählen hat. Also es muss ja irgendwie eine Story haben. Ich war hier unten, glaube ich, noch gar nicht. Habe ich versucht, da rüber zu kommen? Das ist mehr als ein Wolf.
ist natürlich jetzt das perfekte Wetter. Ich kann die Schweine einfach nicht sehen. Will uns gerade keiner fressen. Okay, das ist gut. Und endlich kommt ein bisschen Musik rein ins Spiel. Das war irgendwie vorher so unglaublich still. Aber jetzt geht das wieder. Lily was your daughter. You have a good heart, Mackenzie. You see things others would miss. But the name, Lily Barker, related to the farmer? You said they were liars and cheats. The years have made me angry. Lily was my daughter. Our daughter. I am also a Barker. The farmer was my husband. You lived apart. Yes. Our Lily died climbing. She wanted to summit all the peaks on Great Bear. She was young, already very talented. One day she went out alone. I said no, but he said yes. Let her go. She needs to face it alone. So she faced it alone and fell. I never forgave him. And the pearls? They were my mother's. I gave them to Lily on her 16th birthday, the year she died. I wanted the pearls buried with her. But her father wanted to keep them, to remember her. We fought bitterly, and never spoke again. Losing a child is... like losing your own life. But now, maybe you can save your friend. And Lily's death doesn't have to be for nothing. How? Take this key. Upstairs, in my Lily's old room, is a trunk with her old climbing things. Take the rope and the map. Follow Lily's path and you'll find the back way through the mountains. It's the only way to find the route to Perseverance Mills. I hope you find her. Thank you. What will you do? I'm content to sit here and think of my Lily resting with her favorite pearls. You've done a lot for me, Mackenzie. I won't forget about you. I'll try to come back. Or I'll send help for you. There's bound to be someone out there who can help. My journey is finished, but yours is only beginning. Go. Go and don't think of Grey Mother or Milton. We're of the old world now. The new world is for the strong to survive. Mhm. Okay, das ist jetzt schon ein bisschen eine tragische Geschichte. Er erlaubt es ihr also und ja, sie ist dagegen und die stirbt beim Klettern. Hm. Ich weiß nicht, das ist jetzt doof, weil wir hier so unglaublich viel Zeug haben und wir müssen... Hm. Wir gucken jetzt einfach mal nach. Wir gehen mal nach oben. Immerhin haben wir den Schlüssel für Lillys Zimmer bekommen.
Und dann holen wir uns da einfach mal die Kletterausrüstung raus. War ich hier oben eigentlich schon? Ja, ich war hier mal. Und da meinte ich, ja, das ist die Familie und Kind. Die Toilette, okay. Da hat sie sicherlich nichts dagegen. Too much stuff to carry. Okay, ich trage einfach mittlerweile viel zu viel Zeug mit mir rum. Nicht so gut. Und es wird wahrscheinlich eher nicht weniger. Denn in der Truhe dürfte sich ja jede Menge Kletterzeug befinden. Ja, Kletterseil. Alter, 5 Kilo. Getragene Menge, Jacke, schwere Ästhetik. Bei Jägern und Holzfällern gleichermaßen beliebt. Ich gucke die mir gleich mal an. Abgenutzte Wollsocken werde ich wohl eher nicht brauchen. Lillys Karte. Eine Karte von Lillys Kletterrouten, die aus Milton herausführt. Lillys Kletterroute, die aus Milton herausführt. Oben ist der Funkturm, das ist oben bei Großer Bär. Nicht bei Großer Bär. Da ist diese Wahltankstelle. Oder Orca-Tankstelle, genau. Das war dort, wo wir schon waren. Das war dort, wo wir schon waren. Okay. Habe ich die jetzt mitgenommen? Nicht ganz. Wir machen jetzt Folgendes. Ich glaube nicht, dass wir jetzt noch los sollten. Ich denke, dazu sollten wir wirklich den frühen Morgen nehmen, schön hinlaufen und lostigern. Daher würde ich einfach mal sagen, wir fressen uns voll, gucken mal noch, was wir an Zeug mitnehmen und ja. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt, halt jetzt irgendwie auch das Wolfszeug mitzunehmen. Alles nicht so einfach. Mal noch ordentlich futtern. Vielleicht wird das dann besser mit dem Gewicht, aber wir tragen einfach viel zu viele Sachen mit uns rum. So, wir sollten uns mal umsehen. Was brauchen wir denn da? Da haben wir nicht mehr. Hier hätten wir noch was. Plus 0,4, plus 2,5. Ja, ich weiß ja nicht, wie das aussehen würde, wenn ich das Ding repariert hätte. Das ist halt schon fett, ne? Das hier ist nicht ganz so gut. Wir gucken mal, was passiert, wenn ich die Jacke repariere. Wir haben jetzt Zeit. Gut, nachdem ich ja schon gesagt habe, ne, für diejenigen, die nur die Story interessiert, ihr seid jetzt quasi raus. In diesem Fall verabschiede ich mich. Und storytechnisch und so weiter und weiter bewegen werden wir uns erst in der nächsten Folge wieder. Ich werde die Zeit jetzt wirklich nutzen, hier noch Sachen zu reparieren und zu gucken, was ich mit diesem ganzen Zeug, was wir bekommen haben, einfach mal anstellen soll. Okay, wir reparieren jetzt hier als erstes mal. Ja. Gehalterfriedungsrisiko. Ja, kein Wunder, wir gammeln ja auch nur drin rum. So, ich repariere das nochmal. Wir haben ja genügend Stoff und ich glaube auch, da wird in nächster Zeit noch so einiges an Stoff anfallen. Also ist das nicht so das große Problem. Ja, aber fett. Sehr gut, wir werden jetzt diese Jacke tragen. So, lieber Will. Dann können wir Wills Jacke eigentlich auseinandernehmen. Oder ist die besser als die andere jetzt? Moment, da schauen wir nochmal. Das könnte ja sein. Nee, Wills Jacke ist eigentlich schlechter als die. Das heißt, wir werden das Ding jetzt einfach mal zerlegen, was wir hier von Will haben. Die gute Wills Jacke. Aktion zerlegen. Und wir kriegen sogar zweimal Stoff. Das passt doch. Das ist doch eine Top-Sache. So, was könnten wir denn nochmal reparieren, dass wir wieder richtig top sind? Wie sieht's denn mit den Schuhen aus? Weiß nicht, ob sich das schon wirklich lohnt. Das könnten wir vielleicht machen. Genau. Das kriegen wir doch noch hin.
So, damit sollte das doch im Groben passen. Haben wir noch irgendetwas, was wir hier... Ja, vielleicht die Mütze noch. Oh, wir müssen noch ein Nähset mitnehmen, glaube ich. Oder habe ich noch eins einstecken? Oh ja, ich habe ja noch mehrere da einstecken. Alles klar. Wir müssen noch kein Nähset mitnehmen. Was mir übrigens ein bisschen Sorgen macht, ist das Beil. Können wir das schon irgendwie reparieren? Schärfen. Dazu bräuchten wir halt irgendwo einen Wetzstein. Oh je, oh je. Das sieht alles nicht gut aus. Ich denke, wir nutzen jetzt einfach noch ein bisschen Zeit zum Craften. So ein paar Bartflechtenverbände vielleicht. Das kann ja nicht schaden. Der Wolf wird uns noch ein paar Mal beißen, das weiß ich. Und dann würde ich einfach noch mal zwei weitere Bartflechtenverbände bauen. So, das sollte doch jetzt schon mal top sein. Mittlerweile geht auch so langsam die Sonne unter. Können wir noch Sachen craften? Blaupausen. Keine Blaupausen dieser Art. Das heißt, da müssen wir auch noch irgendwie was finden. Fragt mich nicht was. So, wie sieht das aus? Das würde ich alles ganz gerne mitnehmen. Das brauchen wir nämlich vielleicht. So wie das ganze Zeug hier ist. Oh, wir könnten vielleicht das noch ein bisschen. Ja, reparieren wir doch das noch schnell. Denn den werden wir auf jeden Fall noch brauchen. Der Schlafsack ist super wichtig. Und guckt, wir machen sogar das noch einmal. Da ist der Schlafsack nämlich auch wieder voll tutti. Okay, das können wir dann dadurch ablegen, weil wir das sowieso nicht mehr brauchen. Wo ist unser Licht eigentlich? Haben wir nicht noch irgendwo eine Leuchte? Hatte ich nicht eine Leuchte? Oder habe ich die auch abgelegt? Ich muss die Leuchte irgendwann abgelegt haben, oder? Na Mist. Ach so, Sturmlaterne. Ich sage nichts. Noch eine Magnesiumfackel und ich würde ganz gerne trotzdem noch so die Schlinge hier mitnehmen. Getrockneten Kaninchenpelz, ja. Frischer Wolf auch. Getrockneter Darm, Heinen vielleicht. Oh, wir haben hier so viel Zeug. Na gut. Dann würde ich jetzt einfach mal sagen, Lageraktion. Wir hauen uns das Ding hin. So wie sich das gehört, dann werden wir uns noch ein bisschen was zu essen reinpfeifen und zu trinken. Wir sind doch bestimmt wieder sehr, sehr hungrig. Komm, hier. Mann, sind wir hoffnungslos überladen. Das gefällt mir nicht, dass wir so viel zurücklassen müssen. Wir könnten noch ein bisschen Stoff hier machen. Ja, das können wir noch auseinandernehmen. Noch so ein getragenes Shirt, das wir auseinandernehmen können. Wasserflasche nehmen wir nochmal mit. Antiseptikum, wir brauchen es auf jeden Fall. Wasserreinigungstabletten, ja. Teilschrott, ich weiß halt nicht. Eine Fackel. Wir nehmen nochmal die Dosen Kaffee mit. So. Jetzt zerlegen wir noch die Kleidung, die wir nicht brauchen. Halt, abbrechen, 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 abbrechen. Zerlegen möchte ich. Und dann werden wir uns gleich mal ins Bettchen hauen. Nee, ich habe doch da noch mehr. Nochmal Aktionen zerlegen. Hier noch was? Das war noch.
Auch das zerlegen wir. Okay. Saubere Sache. Jetzt legen wir uns schlafen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ich wünsche euch was. Und ciao.